Zum Weltradfahrtag gibt es einen großen Aufruf für mehr Radwege in Bayern. Davon soll mit einem Ratentscheid in Zukunft mehr kommen. Das Bündnis aus Verbänden und Politikern möchte damit die Radinfrastruktur in Bayern verbessern. Wir haben halt ein sehr lückenhaftes Radwegenetz. Wir haben keine durchgängigen Standards, wie denn die Radwege auszusehen haben. Und so baut jede Stadt und jede Gemeinde das, was sie meint. Und das hängt eben von der Kassenlage ab und auch vom politischen Willen vor Ort. An vielen Stellen in Bayern seien die Radfahrwege nicht optimal, so der ADFC. Hier müsste es breitere Wege und klare Abgrenzung geben, damit die Fahrradfahrer gefahrlos unterwegs sein können. Also es gab jetzt zuletzt 11 kommunale Radentscheide in ganz Bayern, in vielen verschiedenen Städten. Und es geht dort einfach nicht voran. Wir merken, es hakt auch an Hürden von höherer Ebene, eben auf Landesebene, durchaus aber auch auf Bundesebene. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, jetzt eben auf Landesebene zu gehen. Um das Problem auf Landesebene in Angriff zu nehmen, startet das Bündnis jetzt ein Volksbegehren. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter will das Fahrrad noch mehr in den Alltag integrieren. 80 bis 90 Millionen Euro fließen jährlich in den Bau von Radwegen. In den Jahren 2020 und 2021 sind so beispielsweise 200 Kilometer Radwege ausgebaut worden. Zudem sind allein im Jahr 2021 54 zusätzliche Abstellanlagen für Fahrräder mit mehr als 6.600 Stellplätzen gefördert worden. Andreas Schuster von der Staatsrats-SPD möchte den Ausbau der Radwege in und um München weiter vorantreiben. Bisher sind wir nur in den Rahmen der städtischen Grenzen tätig, aber es sind ja genau diese Verbindungen zwischen den Gemeinden, wo die meisten Menschen fahren. Täglich 400.000 Menschen pendeln nach München und viele von denen sollen zukünftig aufs Rad steigen. Deswegen brauchen wir auch eine gute Infrastruktur zwischen den Gemeinden. Die unterschiedlichen Gemeinden sollen in Zukunft über durchgängige Radwege besser miteinander verknüpft werden. Bis 2030 soll der allgemeine Verkehr dann zu 25% aus Radfahrern bestehen. Wir brechen die Ziele nicht runter auf einzelne Städte. Aber natürlich ist es so, der Radverkehr ist gerade in den Städten, hat der noch enormes Potenzial, aber eben auch in den umliegenden Kommunen, der Ausbau eben in die umliegenden Kommunen über die kommunalen Grenzen hinweg. Das Schlimmste ist, warum endet der Radweg hier plötzlich, dass man ein Stück guten Radweg fährt und dann kommt man an die Gemeindegrenze und dann steht man plötzlich auf dem Feldweg und kommt nicht mehr weiter. Die Unterschriftensammlung beginnt am 16. Juni. Das Bündnis will dann bis Oktober 35.000 Stimmen sammeln. Schnellweger habe ich schon mit angesprochen.